meine Lieben, herzlich willkommen zu eurem Liebesreading für die zweite Novemberhälfte. Wer mich schon ein bisschen kennt, der hat vielleicht mitbekommen, dass ich mir angewöhnt habe, so ein kleines Intro zu drehen, in dem ich auf die allgemeinen Energien ein bisschen eingehe. Wen das aber nicht interessiert, der findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann er dieses Intro überspringen kann. Ich habe anhand der drei Tarotkarten hier versucht, besser erklären zu können, was gerade am Himmel los ist. Als erste Karte habe ich die Todkarte aus dem Deck gezogen. Und wer die letzten Readings gesehen hat, der weiß, dass diese Skorpion-Energie gerade mächtig viel Einfluss auf uns Menschen, auf unsere Welt im Generellen nimmt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber ich bin froh, wenn wir da raus sind. Denn der Skorpion, beziehungsweise die Karte Tod, spricht von einer Energie, in der etwas hochgeholt wird, was ungemütlich ist, ein Transformationsprozess, in dem sich alte Wunden, alte Themen, Tabuthemen angeschaut werden möchten und hinter sich gelassen. Ich will auf diese Skorpion-Energie gar nicht so weit eingehen, denn das habe ich in meinen vorherigen Readings. Also wen das interessiert, der findet auf jeden Fall genug Infos zu dieser Karte, aber hier möchte ich mich gerade auf andere Sachen konzentrieren. Der Hierophant, den habe ich hier mit rausgelegt, weil wir jetzt gerade den Vollmond im Zeichen des Stiers hatten und der Hierophant steht für den Stier. Der Hierophant bzw. der Stier steht dafür, dass man sich Ziele setzt. Langfristige Ziele. Der Hierophant steht für feste Verbindungen, nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern dass man sich mit Dingen verbindet, die ein fester Bestandteil eines Lebens sein sollen. Und dann habe ich hier die dritte Karte rausgelegt und das ist die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit steht für das Zeichen Schütze. Und der Jupiter ist quasi dem Schützen zugeordnet und der Jupiter ist der Glücksplanet. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, genau. Beim Schützen geht es darum, dass man Dinge wieder in Balance bringt, dass man Ausgleich schafft. Und wenn ich diese drei Karten jetzt hier so nebeneinander lege, dann ist die Energie, die gesamt gerade auf uns einwirkt, ist, ja, vielleicht war es die letzte Zeit für die ein oder anderen echt herausfordernd und da kam nochmal richtig alter Mist hoch. Da kam nochmal was hoch, was sich angeschaut werden wollte. Und alles, was man sich da angeschaut hat, sollte einem im besten Falle eine Vision geben, wo es hingehen soll. Was darf man hinter sich lassen? Wie möchte man weitermachen? Was soll Bestand des Lebens bleiben? Und dann eben diesen Ausgleich zu schaffen zwischen das brauche ich nicht mehr und das brauche ich weiterhin oder darüber hinaus. Welche Dinge möchte ich in mein Leben holen für eine lange Sicht? Der Schütze, der steht auch zum, der Schütze ist ein total optimistisches Zeichen. Der Schütze, der will immer das Beste aus einer Situation machen. Der kann die Dinge viel besser nehmen, die kommen. Und vielleicht ist das die Energie, in die wir uns rein entwickeln. Wir haben jetzt quasi uns mit diesem Quatsch, ich will es gar nicht so, ne, für viele war es kein Quatsch, für viele ging es echt nochmal ins Eingemachte. Aber man soll sich mit dem hier auseinandersetzen, damit man lernt, das Beste daraus zu machen. Denn alles, was hinter einem liegt, und ich gehe davon aus, dass man sich hier in dieser Skorpionzeit tatsächlich mit Sachen auseinandergesetzt hat, die hinter einem liegen. Und der Schütze spricht nun davor, wieder den Fokus darauf zu legen, was vor einem liegt. Der Schütze hat weniger Angst vor Unbekanntem. Der kann da besser drauf zugehen. Und der Schütze ist ein Feuerzeichen. Das heißt, bring wieder Feuer in dein Leben, bring Leben in dein Leben. Und das alles auf langfristige Sicht, hier alleine mit diesen drei Karten, wird ein Transformationsprozess angezeigt. Wir sind gerade in einer Periode, in der man wirklich viel voranbringen kann. Und das ist für diese Liebesreadings jetzt, für die zweite Novemberhälfte,
Eine wunderschöne Energie. Deswegen bin ich gespannt, was jetzt bei euren Sternzeichenbotschaften alles rauskommen möchte. Ich möchte auch noch kurz erwähnen, bitte denkt immer dran, das hier sind allgemeine Readings. Es kann sein, dass ich die Rollen vertausche. Es kann sein, dass ein Teil auf dich anwendbar ist und ein Teil dieses Readings auf dein Gegenüber. Du musst in dich hineinfühlen. Ich brauche da immer eure Mithilfe. Ihr müsst in euch hineinspüren, welche Botschaft in einem Reading für dich gemeint ist. Es kann nicht immer alles 100% passen. Und wenn du das Gefühl hast, du verstehst überhaupt nicht, wovon ich spreche in dem Reading, oder das lässt sich auf deine Situation nicht anwenden, dann ist das vielleicht nicht dein Reading. Dann ist das ein anderes Sternzeichen, auf das das zutrifft. Und ich bin ein Befürworter davon, sich sein Geburtshoroskop wirklich gut anzuschauen. Denn ich bin Jungfrau, aber ich habe so viel Wasser und Quatsch, so viel Luft und so viel Feuer in meinem Geburtshoroskop an wirklich elementaren Platzierungen, wie zum Beispiel Jupiter. Jupiter und Venus, das sind zwei Planeten, die für Liebe, für Beziehungen, für Glück stehen, explizit. Das heißt, wenn du mit deinem Sternzeichen-Reading nicht in Resonanz gegangen bist, dann schau in ein anderes hinein. Irgendwo wird eine Botschaft für dich sein und du wirst auch spüren, also wann es deine Botschaft ist. Ja, genau, das wollte ich hier dazu noch sagen und dann gehe ich jetzt direkt weiter zu euren Readings. Bis gleich! Hallo, meine lieben Skorpione, herzlich willkommen zu eurem Liebesreading für die zweite Novemberhälfte. Ich möchte gleich vorweg sagen, ich bin ziemlich am Kränkeln. Deswegen tut es mir leid, dass ich mich anhöre, wie ich mich anhöre und dass ich vielleicht zwischendurch mal husten oder schniefen muss. Deswegen bitte ich, dass ihr ein bisschen Nachsicht mit mir habt. Ich kann euch aber schon mal sagen, meine lieben Skorpione, das, was hier bereits gefallen ist, ist wirklich, wirklich sehr schön. Also bisher kann ich euch sagen, habe ich ein sehr schönes Reading für euch. Ich mache es bei euch jetzt auch anders. Ich fange bei euch jetzt erst mit den Tarotkarten an, die ich ausgelegt habe, weil es mehr Sinn macht, dass ich danach auf die Orakelkarten eingehe. Ich habe mich heute auch dazu entschieden, die Hauptreihe aus Tarotkarten mit dem The Good Tarot zu machen, weil das so schöne Karten sind und weil sie tatsächlich sehr alternative Deutungsmöglichkeiten bieten. Und deswegen, ich fange jetzt einfach mal an. Die Hauptenergie, die für euch gefallen ist, ist der Hierophant. Und über den hatte ich es ja gerade schon im Intro. Hier geht es um langfristige Ziele, um die Visualisierung, dass ihr euch vorstellt, wo ihr hin wollt, vor allem im Thema Liebe. Aber in diesem Reading geht es hier auch um eure göttliche Führung, um das Universum, Schicksal, wie auch immer ihr es für euch nennen wollt. Aber ja, das wird ein sehr spirituelles Reading, das kann ich euch wirklich schon sagen. Denn eure Hauptenergie ist, dass ihr eure Anbindung findet, dass ihr es ans Universum abgibt, wo es euch in Liebesdingen hinführt, dass ihr darauf vertraut, dass das Universum euch nur die Dinge auf den Weg bringt, die gut für euch sind. Und ich gehe gleich nochmal auf diese Karte ein. Ich möchte jetzt erstmal hier zu diesen Karten kommen. Und zwar, die erste Karte, die gefallen ist, sind die 9 Schwerter. Und im klassischen Tarot ist das diese Frau oder dieser Mann, der schlaflos im Bett liegt, weil seine Gedanken ihn quälen. Und hier ist das eine ganz andere Karte und ich habe auch gerade noch mal in den Büchlein nachgelesen. Hier geht es darum, seine Selbstzweifel fallen zu lassen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, oh mein Gott, was ist das für eine schöne Bedeutung von dieser Karte? Auf dieser Karte ist eine Frau zu sehen, die mit geschlossenen Augen ihre Flügel spreizt und ich weiß nicht, worauf sie steht. Ich glaube, sie steht auf so einem Felsen, aber ich habe das Gefühl, sie fühlt sich so leicht und sie schließt die Augen und sie traut sich einfach blind ihrem Weg zu folgen, auch wenn sie, wie gesagt, auf einem Felsen steht, weil sie ihre Selbstzweifel ablegt. Sie
Ja, sie vertraut darauf, dass sie gut genug ist, in alles in ihr Leben zu ziehen, dass sie gut genug ist, eine Beziehung in ihr Leben zu ziehen, dass sie es nicht mehr an sich selbst ausmacht, was die Menschen von ihr halten oder ob welche Menschen sich mit ihr verbinden wollen. Und das ist so eine schöne Energie. Und ich möchte gleich die zweite Karte dazu holen, denn hier fallen die 5 Münzen. Und die 5 Münzen sind im klassischen Tarot die Karte, die ich am allerwenigsten mag. Wirklich. Das ist diese Karte, wo dieses verwundete Paar draußen in der Kälte im Schnee stapft, vorm Haus. Und hier, auch hier in diesem Deck, hat das eine ganz andere Energie. Hier geht es um Anbindung. Und ich wollte noch mal ganz kurz, weil hier hatte ich was gelesen. Genau. Hier drin steht: Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Traue dich, deine Zweifel fallen zu lassen und dem Universum da zu vertrauen, dass alles zu deinem Besten passieren will. Hier geht es um Anbindung. Hier geht es da, ja, also diese beiden Karten sprechen beide von Anbindung. Und da es eine Münzkarte ist, nehme ich hier auch wahr, dass deine Anbindung dich in die Stabilität holen könnte, dass du darauf vertrauen sollst, dass alles, was du brauchst, in dir ist, dass du alles hast, dass du alles mitbringst und dass das Einzige, was dich vielleicht lange von deinen Zielen abgehalten hat, deine Selbstzweifel sind. Und hier fällt der Narr. Und zu dem möchte ich gleich kommen. Ich komme nämlich jetzt erst zu den Orakelkarten, weil die sind auch so schön, die gefallen sind. Hier fällt als erste Karte das treue Herz. Hier geht es darum. Entschuldigung. Hier geht es darum, deine Wahrheit zu leben, dir selbst treu zu sein. Ich verbinde mit dem treuen Herz, und da hier noch keine andere Person gefallen ist, verbinde ich das definitiv mit der Energie: Lebe deine Wahrheit, sei wie du bist, sei dir selbst treu. Tue nur Dinge, die du machen möchtest, die dir ermöglichen, dass du jeden Tag in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst: Ja, so bin ich, und deswegen mache ich das so, wie ich das machen will, weil ich mir selbst treu bin. Und hier als zweite Orakelkarte fällt die Karte Tick-Tack. Und in dieser Karte geht es darum: Es ist jetzt an der Zeit. Es ist jetzt an der Zeit, etwas zu ändern. Es ist an der Zeit, die Dinge wieder selbst in die Hand zu nehmen und alles in dein Leben zu holen, was du in dein Leben holen möchtest. Und möglicherweise hat diese vergangene Skorpionenergie, beziehungsweise wir befinden uns ja auch noch mittendrin, hat bei dir nochmal Sachen hochgeholt, die du dir hast anschauen müssen. Oder ja, die du dir hast anschauen müssen. Und jetzt geht es aber darum: Wo willst du denn wirklich hin? Jetzt ist der Zeit, jetzt heute ist der Zeit, der Zeit, oh Gott, ist die Zeit, es in Angriff zu nehmen. Nutze diese Zeit. Tick-Tack, geh los, mach die Dinge so, wie du sie für richtig hältst. Diese Tick-Tack-Karte ist für mich immer ein Hinweis, dass es jetzt an der Zeit ist. Die Uhr tickt. Auf was wartest du? Auf wen oder was wartest du? Es gibt keinen Grund, dass man auf jemanden oder auf etwas wartet. Weil warten ist Zeit verschenken. Und hier als dritte Karte fiel die Karte tiefes Wissen. Und auch hier geht es um Anbindung, um deine innere Stimme, um deine Intuition, dass du deinem Herzen folgen sollst. Aber zu dieser Karte möchte ich gerne kurz diese Botschaft aus dem Büchlein vorlesen, weil ich die so schön fand. Und zwar die Beziehungsbotschaft zu dieser Karte lautet: Es gibt Momente, in denen du tief in deinem Herzen und deiner Seele einfach weißt, dass ein bestimmter Mensch eine bedeutsame Rolle in deinem Leben spielen wird. Es begegnet dir jemand auf deinem Weg, und urplötzlich fühlst du eine Verbundenheit auf einer Ebene, die sich nicht beschreiben lässt. Dieses Gefühl markiert einen Augenblick, der sich
unlöschlich in deine Seele einprägt. In deinem Leben ist ein Mensch getreten, der für deinen weiteren Lebensweg Bedeutung erlangt, also sei aufmerksam. Diese Karte ist ebenfalls ein Zeichen dafür, dass du mit deiner Intuition in Bezug auf einen dir wichtigen Menschen richtig liegst. Vertraue jetzt auf deine Führung, auf die Führung deines Herzens. Magie liegt in der Luft. Das heißt, mein lieber Skorpion, mit wem auch immer du in Liebesdingen zu tun hast, deine innere Stimme kennt die Antwort darauf bereits. Und wenn es sein muss, dass du jemanden gehen lassen sollst, dann ist das so. Aber das Universum möchte, dass du aus dieser Geschichte ohne Selbstzweifel rausgehst, dass du deine Anbindung findest, dass du dir trauen kannst, dass du dir selbst vertrauen kannst, dass du dir selbst treu sein sollst. Und es ist jetzt an der Zeit, deiner inneren Stimme zu vertrauen. Und wenn du das tust, dann schickt das Universum, wie es gerade in diesem Büchlein steht, dir genau diesen Menschen auf den Weg, den du dir wünschst. So, wunderschöne Nachricht. Und wie gesagt, hier geht es darum, auf deine innere Stimme zu vertrauen. Wenn dir jemand Neues begegnet, was sagt deine innere Stimme über diesen Menschen? Und was sagt dein Kopf? Versuch da in dich hineinzuhorchen und versuch das zu differenzieren. Es ist nicht leicht, seinem Bauchgefühl zu trauen. Wirklich, ich kenne das selbst, denn der Kopf hat immer was mitzureden. Aber diese Legung, zumindest bisher, will dir definitiv sagen, dass du Entscheidungen treffen sollst aufgrund dessen, was deine innere Stimme dir sagt, was du wahrscheinlich schon weißt. Und jetzt hier fällt der Neuanfang, The Fool. Hier geht es darum, neu anzufangen. Oh Gott, ich kriege gerade im ganzen Körper Gänsehaut. Mein lieber Skorpion, hör auf, immer alles an dir selbst festzulegen, ob Menschen bei dir sein wollen oder nicht. Hör auf, die Schuld bei dir zu suchen. Hör auf, dich zu fragen, was an dir nicht stimmt oder was du anders machen musst, damit Menschen bei dir bleiben. Das ist der falsche Weg. Du bist gut genug. Das will das Universum dir sagen. Du bist gut genug. So. Und jetzt würde ich gerne mit den Tarotkarten wissen, was denn dieser Neuanfang für meine Skorpione ist. Guck mal, hier, Asterkelche. Also normalerweise meine ich das eigentlich nicht, dass ich die Unterseite des Decks ziehe, aber... Und bitte, okay, guck's dir an. Ich wollte gerade wissen, was ist dieser Neuanfang für dich? Und ich habe das Deck schon gemischt. Asterkelche und der Narr. Der Neuanfang, der dir da bevorsteht, führt dich genau zu dieser Liebe, genau zu dieser Person. Ich möchte diese beiden Karten hier liegen lassen. Wie wunderschön das ist. Ach Gott, Skorpion, ich freue mich richtig, richtig arg für dich gerade. Dein Neuanfang führt dich zur Liebe und zur Selbstliebe. Hier geht es darum, dich selbst zu lieben, deine Selbstzweifel fliegen zu lassen, deine Flügel auszubreiten und loszufliegen, weil du es kannst. Du kannst fliegen. Also natürlich können wir nicht fliegen, weil wir Menschen sind, aber im übertragenen Sinne. Ach Gott, ist das ein schönes Reading. Herrlich, mein lieber Skorpion. So schön. So, genau. Ich wollte wissen, sag mir was über den Neuanfang meines Skorpions. Die drei Münzen. Die fünf Schwerter, die sehe ich tatsächlich jetzt in diesen Readings für die zweite Novemberhälfte ziemlich oft. Okay, ja. Die vier Kelche und die neun Kelche. Das, was ich hier oben bei dieser Karte schon wahrgenommen habe, obwohl noch gar nichts da lag. Ich glaube, es geht darum, dass das Universum dir eine Aufgabe stellt. Und zwar die Aufgabe, Schlachtfelder zu verlassen, auf denen du nicht gewinnen kannst.
Schlachtfelder zu verlassen. in denen es einfach nicht mit rechten Dingen zugeht, auf denen man unfair zu dir ist. Das Universum will, dass du dich für dich entscheidest, mein lieber Skorpion, und nicht um jemanden kämpfst, um den es vielleicht, nicht nur vielleicht, um den es nicht zu kämpfen wert ist. Denn hier fallen die vier Kelche. Wenn jemand deine Liebe nicht haben möchte, wenn jemand mit dir einen Krieg führt, aus dem du immer wieder mit, als Verlierer rausgehst, als das Gefühl, es liegt an dir, dass du hier nicht gewinnen kannst. Wenn jemand sich nicht 100% für dich entscheiden kann, dann sollst du gehen, dich für dich entscheiden. Das ist die Aufgabe. Das ist genau das, worum es hier in diesem Reading geht. Deine göttliche Führung, das Universum, das Schicksal, wo auch immer, woran immer du glaubst, stellt dir diese Aufgabe. Und ich sag's euch aus eigener Erfahrung, jeder wird einmal im Leben vor diese Aufgabe gestellt, sich gegen jemanden zu entscheiden und sich für sich selbst. Und das muss kein anderer Liebespartner sein. Es kann sein, dass man sich von Familienmitgliedern trennen muss, obwohl es Familienmitglieder sind, obwohl man da man muss den Kontakt abbrechen, weil sie einem nicht gut tun. Was auch immer es in deiner Situation ist, mein lieber Skorpion, es gibt irgendeine Situation, die dich immer wieder runterzieht, bei der du immer wieder das Gefühl hast, du gibst etwas, was jemand anders gar nicht haben will. Du fühlst dich immer wieder wie ein Verlierer. Was Selbstzweifel bei dir hochholt. Und das ist die Aufgabe. Es kann auch eine Jobsituation sein. Es kann auch sein, dass es Freunde sind, die dir immer wieder einreden wollen, dass du etwas anders machen sollst, dass du auf dem Holzweg bist, dass du Dinge, nicht richtig machst. Aber wenn dein richtig für dich richtig ist, dann ist es auch richtig. Deine Wahrheit ist richtig. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und das ist diese Aufgabe. Dich nicht mehr so zu fühlen. Wenn jemand deinen Kelch nicht haben will, dann will er ihn nicht haben. Ende Gelände. Und es tut mir leid, dass ich das so sage. Ich weiß, ne? Ja, es tut mir leid, dass ich das so scharf sage. Aber verschenke dich nicht. Kein Mensch ist es wert, sich zu verschenken. Und die letzte Karte, die hier dann fiel, sind die neuen Kelche. Die neuen Kelche rede von Wunscherfüllung. Und hier nochmal, dein Neuanfang hat damit zu tun, dass du dich selbst liebst und dass jemand dich liebt. Und zwar genau so, wie du bist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die Wunscherfüllung ist. Dass dich jemand liebt, dass dich jemand nimmt, genau so, wie du bist. Aber was ich jetzt hier mit dieser Karte auch wahrnehme, ist, hier ist ein Mann. Ein Mann ganz alleine. Und der hat hier im Hintergrund seine Kelche aufgereiht. Seine Gefühle, alles, was ihn ausmacht. Und er sitzt da, total stolz und präsentiert, was er alles hat, was er alles kann. Dieser Mann ist super zufrieden mit sich selbst. Diese Kelche hat er sich alle selbst gereicht. Alle. Schönes Reading. Also, finde ich. So. Was möchte ich denn noch wissen hier? Ich möchte gerne wissen, was kommt auf dich zu? Die 10 Stäbe, ja. Ja, die 4 Schwerter. Und die Kraft. Ach, Skorpion, wie schön ist das denn? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Hier fallen die 10 Stäbe, die 4 Schwerter und die Kraft. Es geht darum, Lasten abzulegen. Es geht darum, Bürden abzulegen. Es geht darum, ein Brett vom Kopf abzunehmen. Mit dieser Karte nehme ich immer eine Energie wahr, in der man Dinge wirklich lang mit sich rumträgt, in der man lange versucht, etwas
zu sein, was man nicht ist, was zu tragen, was man nicht tragen kann. Aber es ist die 10. Es geht hier darum, es abzulegen. Diese Bürde, diese Stäbe abzulegen. Einfach wegzuwerfen und sich wieder aufzurichten und gerade weiterzugehen. Dieser Mann, der geht in so einer gebückten Haltung. Aber es ist die 10. Es heißt, tick-tack, lege sie jetzt ab. Du hast alles, was du brauchst, diese Lasten abzulegen. Und die zweite Karte, die fällt, sind die 4 Schwerter. Und hier geht es um Heilung. Und je nachdem, in welcher Situation du dich befindest oder je nachdem, was du ablegen musst, ist das natürlich ein Hinweis, dass du dir dafür Zeit nehmen sollst, dass du dich zurückziehen sollst, dass du dir Ruhe gönnen sollst, das alles auch wirklich zu verstehen und zu verarbeiten, dass du in dich gehen sollst. Wie kannst du dir selbst treu sein? Was sagt deine innere Stimme? Aber diese Karte spricht auch von Heilung. In dem Moment, in dem du es schaffst, diese ganze Last abzulegen, findest du Heilung und es wird sich gut anfühlen. Und zwar richtig, richtig, richtig gut, mein lieber Skorpion. Es wird dich zurück zu dir selbst fühlen. Es wird dich in deine Kraft führen. Und ich sehe hier immer mit diesem Löwen, nehme ich immer die inneren Dämonen wahr. Hier ist eine Frau, die ihre inneren Dämonen bezwingt, die ihre Schattenthemen, ihre Ängste bezwingt und die wirklich gut mit denen umgehen kann, weil diese Frau hat überhaupt keine Angst vor diesem Löwen. Schönes, schönes Reading, mein lieber Skorpion. Und das, was ich gerade hier bei dieser Karte vorgelesen habe, die Person, diese ganz besondere Person, die man sich wünscht, die kommt erst ins Leben, wenn man in seine Kraft gefunden hat. Auch das ist bei mir so gewesen. Und ich kenne Menschen, bei denen war es auch so. Erst wenn du dich selber liebst. Ja, erst wenn du dich selber liebst. Und wenn du sagst, okay, ich habe auch echt Macken und Ecken und Kanten, aber die gehören halt zu mir, die hat jeder. Ich bin trotzdem super, wie ich bin. Dann kommt dieser Kelch auf dich zu und du wirst es spüren. Glaub es mir, mein lieber Skorpion, du wirst spüren, wenn dieser Kelch kommt. Ich würde jetzt trotzdem gerne wissen, eine Information zu einer anderen Person. Okay, die 3 Schwerter. Die 5 Münzen. Vielleicht hätte ich die Frage anders formulieren sollen. Zu einer neuen anderen Person. Okay. Gut. Damit beende ich diese Legung jetzt auch. Hier fallen die 3 Schwerter, die 5 Münzen und der Page der Münzen. Also, mein lieber Skorpion, ich sehe hier tatsächlich gerade noch keine neue Person, denn hier geht es nochmal um diese Person, die wirklich blöde Gefühle in dir ausgelöst hat und die sich einfach nicht für dich entscheiden konnte. Es kann ja sein, dass diese Person Gründe hat, dass sie sich nicht für dich entscheiden kann. Aber was du aus dieser Ablehnung lernen sollst, hier sind diese 5 Münzen und ich habe gerade gesagt, das ist die Karte, die ich am wenigsten gerne sehe. Die 3 Schwerter und die 5 Münzen, das ist, wow, ist das eine Scheißenergie. Ehrlich, so will sich keiner fühlen. Das hier, meine Lieben, ist die Karte von Gleichgültigkeit. Auf dieser Karte sind 2 verletzte Menschen, die barfuß durch den Schnee stappen und keinen interessiert es. Keinen interessiert es, wie es den beiden Menschen geht. Und das sich so zu fühlen, das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Und was ich jetzt hier als Botschaft für dich habe, mein lieber Skorpion, ist, so musst du dich nicht fühlen, wenn du deinen eigenen Wert erkennst. Wenn du erkennst, wie
wertvoll du bist, wenn du stolz auf dich bist, wenn du dich ganz stolz präsentieren kannst mit all deinen Facetten, mit allem, was zu dir gehört, wenn du dich mit wenn du dir selbst treu sein kannst, dann wird dir das nicht mehr passieren. Wenn du sagst, ich bin gut genug und jeder, der sich nicht für mich entscheiden kann und jeder, der meint, er muss ein falsches Spiel mit mir spielen, so what? Dann gehe ich weiter, denn ich bin super. Und wer das nicht erkennt, wer nicht erkennt, wie toll ich bin, der hat in meinem Leben nichts verloren. Meine lieben Skorpione, krasses Reading, aber schönes Reading. Wirklich. Und ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht, da ich hier wirklich noch keine neue Person sehe für dich. Wer meine Vollmond-Readings mitbekommen hat, Entschuldigung, der weiß, dass ich auf Vimeo so ein Zusatzreading anbiete, auf dem ich einen Blick auf die gegenüberliegende Seite werfe. Aber ich sehe hier nichts Neues und ich bin kein Fan davon, einen Blick auf Menschen zu werfen, die hinter einem gelassen werden sollen. Und das ist definitiv die Botschaft hier. Okay, wir machen das folgendermaßen. Mein lieber Skorpion, wenn du mit dieser Legung schon in Resonanz gegangen bist, nur dann, nur wenn das deine Story ist, dann findest du in dem weiterführenden Link eine Zusatzlegung zu den Zeichen, die ich hier sehe. Aber, und das sage ich ganz definitiv, ich lege hier nicht auf diese Person, die du hinter dir lassen sollst, sondern ich lege auf Personen, die auf dich neu zukommen könnten. Das, was ich hier in dieser Karte vorgelesen habe, anhand der Zeichen, die ich hier sehe. Das heißt, wenn du weißt, wenn es vielleicht schon einen Menschen für dich gibt, bei dem du weißt, der ist eigentlich ein ganz netter oder eine ganz nette oder den habe ich gerade kennengelernt, aber ich hänge irgendwie noch in der alten Sache drin, dann lese ich auf diese Zeichen. Wie gesagt, ich werde definitiv nicht auf das, was du verlassen sollst, legen, weil dafür stehe ich nicht. Ich stehe nicht dafür, dass man ständig zurückschaut. Das ist nicht meine Botschaft. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen will. So, wer könnte denn Neues auf meine Skorpione zukommen? Wir gucken mal. Ich lege erstmal so viele Karten, die ich heute bei dir ausgelegt habe. Also, wir haben hier Stier. Wir haben definitiv Erdzeichen, weil hier so viele Münzkarten gefallen sind. Ja, obwohl es geht eigentlich. Naja gut, Erdzeichen. Ach ja gut, das ist auch Stier. Gut, also dann lege ich hier auf Stier, Steinbock, Jungfrau. Also, wenn du es mit einem Erdzeichen zu tun hast. Kann ich. Wenn du es mit einem Löwen zu tun hast. Hier ist auch nochmal Münzkarte. Ja, und die Luftzeichen. Genau. Also, in der Zusatzlegung lege ich auf Stier, Steinbock, Jungfrau, Löwe, Wassermann, Waage, Zwillinge. Wenn schon jemand in dein Leben ist oder wenn bald jemand, wenn du vielleicht 2 Tage, nachdem du dieses Reading kennengelernt hast, jemand Neues auf dich zukommt, der diesen Sternzeichen entspricht, dann findest du eine Zusatzinfo. Ansonsten freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir einen wundervollen restlichen November und hoffentlich bis bald. Ciao!